Das lange Warten hat ein Ende. Am Freitag ging es los mit der Eröffnungspartie Bayern München gegen 1899 Hoffenheim in der FIFA-Bundesliga-Saison 2018-19. Gestern sahen sie die verbliebenen Spiele in der Sportschau und wem dann natürlich aufgefallen sind, 4 Teams haben da gefehlt. Das heißt, 2 Partien sind noch offen und damit natürlich auch nochmal von mir ein herzliches Willkommen hier an diesem Sonntag in der ersten Konferenz der neuen Saison. Und wir haben natürlich da 4 ordentliche Mannschaften, die alle samt um die internationalen Plätze kämpfen möchten. Leverkusen haben wir dazu einen Borussia Dortmund, die um die Meisterschaft mitspielen wollen. Leipzig, Gladbach, für die soll es am Ende für die Euroleague heißen. Natürlich nehmen sie es auch gerne hin, wenn es am Ende die Champions League oder vielleicht sogar noch mehr wird. Ja, die Teams habe ich jetzt schon mal aufgezählt, die direkten Duelle noch nicht. Also wir haben dazu einem das kleine Derby, ich sag's im Anführungsstrichen, beziehungsweise in Klammern das kleine Derby, Borussia Mönchengladbach mit Mondellini gegen Djalka und Bayern 04 Leverkusen und Borussia Dortmund mit Georgis gegen RB Leipzig und Sander College. Also 4 klasse Teams, für die es natürlich auch geht, den Verpo am Freitag der Bayern auszunutzen. Ja, wie gesagt, wenn natürlich jetzt die Bayern vielleicht in einer Saison bezwingbar sind, dann vielleicht gerade am Anfang der Saison. Und da geht es natürlich dann für die Meisterschaftskandidaten auch gegebenenfalls schon mal einen Vorsprung auszubauen. Wir sind mal gespannt, ob das den Teams am Ende gelingen wird. Ja, kurz auch nochmal vorweg, schauen Sie gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind natürlich da auch nochmal ordentlich vertreten. Facebook, Instagram, Twitter. Schauen Sie da gerne mal vorbei. Und wie gesagt, Borussia Mönchengladbach gegen Bayern 04 Leverkusen. Dort vor Ort ist Kevin Engler und Borussia Dortmund gegen RB Leipzig. Dort sitzt Felix Heibach. Und wir sind natürlich mal gespannt, wie es jetzt hier am Ende der ersten Konferenz aussehen wird. Und wir geben einfach jetzt schon mal ab rüber in den Stadion. Jungs, lasst es krachen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, natürlich auch viel Spaß bei der ersten Konferenz. Und da sind wir nun, FIFA-Bundesliga-Konferenz, der Zweier am Sonntag. Borussia Dortmund empfängt RB Leipzig und zeitgleich die Partie im Borussia-Park. Die Fohlen gegen die Werkself. Hier im Signal Iduna Park bin ich, Felix Heibach, und im Signal im Borussia-Park ist Kevin Engler. Hier bei uns hat der BVB Anstoß. Wir blicken auf die Aufstellung 4-3-2-1-System von Trainer Jonas Pfuhr. Im Tor Bürki, dann haben wir die Viererkette mit Schmelzer, Diallo, Akanji und Piszczek, das Dreier-Mittelfeld. Da kann man schon mal mit der Zunge schnalzen. Delaney, Weigel, Witzel und die Dreierreihe mit links Marco Reus, rechts Pulisic und im zentralen Sturm Paco Alcácer. RB Leipzig, 4-1-4-1-System. Gulaschi im Tor, Halstenberg, Orban, Upamecano, Mukiele. Dann der zentrale Anker, Diego Demme. Davor haben wir Bruma, Forsberg, Campbell, Augustin und die einzige Spitze, Timo Werner. Trainer ist Timo Thunder College. Der Anstoß ist gemacht, es läuft die 7. Spielminute und wir geben jetzt rüber in den Borussia Park. Kevin Engler, ich bitte um die Eröffnung. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, auch von mir aus dem Borussia Park. Wir sind hier schon in der 5. Spielminute. Die Gladbacher mit einer ersten richtig guten Möglichkeit, weil es einen Fehlpass der Leverkusener dort gab. Ah, Verzeihung, jetzt habe ich die Farben natürlich verwechselt. Die Gladbacher waren es nicht, sondern die Leverkusener mit der ersten Möglichkeit. Die spielen hier in Weiß, komischerweise die Gladbacher in Schwarz daheim. Auch sieht man auch immer ganz, ganz selten. Da wird sogar schon mal der Kommentator durcheinander gebracht. Sei es drum, wie gesagt, die Gladbacher mit einem Fehlpass im Mittelfeld im Spielaufbau. Dann ging es ganz schnell über Volland, der den Abschluss suchte, abgefälscht zur Ecke. Und die Ecke, die haben wir gerade gesehen, war kein Problem für Gladbachs Torhüter Jan Sommer. Jetzt die Gladbacher im Angriff mit Julian Brandt, schön mit der Hacke, weil dann auf Bender, der klasse die Spitze auf Bellarabi, der wieder zu Lars Bender. Lars Bender mit der Möglichkeit, das 1-0 für Bayern 04 Leverkusen im Borussia-Park. Der Kapitän Lars Bender. Tor in Dortmund! Er möchte die Fans hören, die pfeifen hier hauptsächlich. Und wir gehen weiter gleich nach Dortmund, da ist ein Tor gefallen. RB Leipzig geht in Führung, Emil Forsberg, was für ein Start. In der 10. Spielminute gab es eine gute Möglichkeit, Augustin war da knapp im Abseits, hier ist Forsberg nicht im Abseits, schön quergelegt, Schmelzer kommt zu spät und RB geht in Führung. Das ist natürlich jetzt ein Brett, das der BVB da zu bohren hat, aber wir geben gleich nochmal zurück in den Borussia-Park.
Kevin Engler hat eben die Trikotfarben vertauscht, aber jetzt ist er ganz, ganz sicher. Ja, ganz sicher bin ich mir, dass Lukas Radetzky im Tor der Leverkusener orange stricht. Und die Leverkusener in weiß sind 1-0 im Front. Das habe ich auch schon mitgekriegt. So, jetzt Charles Tor in Arangis. Dortmund. Auf die linke Seite zu Leon Bailey, aber gut, wir gehen weiter nach Dortmund. Marco Reus sagt Moin Moin, 1-1 Ausgleich für den BVB. Schöner Treffer mit links ins lange Eck. Keine Chance für Gulaschi. Und der BVB schüttelt sich einmal und antwortet. Ich habe ja schon vor der Saison gesagt, RB Leipzig ist mit Timo Thunder Kolic Favorit auf die Meisterschaft. Der BVB ist mit Interimstrainer Jonas Pfor aber auch gar nicht so schlecht. Zuvor hatte ja Dialka den BVB ins FIFA-DFB-Pokalfinale geführt. Der BVB natürlich in Schwarz-Gelb, das noch für den Hinweis, RB Leipzig in Weiß und Rot. Es läuft schon die 19. Spielminute, wir haben hier ein richtig gutes Fußballspiel, Kappelpfosten-Tor! 2-1, RB Leipzig führt erneut. Meine Güte, geht das rund hier in der ersten Konferenz der FIFA-Bundesliga, das macht richtig Spaß. Kevin Kampel aus kurzer Distanz, da sieht die Hintermannschaft des BVB nicht sehr gut aus. Das geht viel zu schnell, viel zu einfach und die Gäste aus dem Osten führen erneut. Wir haben ein hochinteressantes Fußballspiel. Es läuft die 21. Spielminute. Ist es denn auch im Borussia-Park interessant, Kevin Engler? Hier ist es interessant. Leon Bailey im Strafraum abgeblockt, die Flanke. Und Ginter kann für die Borussia erstmal klären. Lars Stindl jetzt am Mittelkreis mit einem langen Ball zu Alessandro Player, der Franzose, neu verpflichtet worden im Sommer. Mitchell Weiser, die neu fliegt aus. Hertha fängt den Ball ab, aber fängt den Ball an. Thorgan Hazard. Thorgan Hazard, wunderbarer Pass zu Alessandro Player. Jonathan Tah kann das Ganze klären. Fehlpass jedoch. Wieder Tah dabei. Und Brandt im Zusammenspiel mit Aranguiz. Ja, interessant ist dieses Spiel auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr actionreich, wie wir sehen. Das ist Volland. Schön durchgesteckt zu Leon Bailey. 2-0 Leverkusen. 20 Minuten sind gespielt. Der Jamaikaner Leon Bailey mit dem 2-0. Gladbach versucht sich im Spielaufbau, schafft es aber nicht, gefährlich nach vorn zu kommen. Leverkusen drängt die Gastgeber hier in die eigene Hälfte und somit ist die Führung für die Gäste aus Leverkusen doch verdient. Christoph Kramer jetzt am Ball zu Lars Stindl auf Player. Stindl und Player, die Doppelspitze bei Gladbach. Das ist Lars Stindl. Vertändelt den Ball, weil sich keine richtige Anspielstation bietet dort. Leverkusen über die schnellen Angriffe versuchen sie zum Erfolg zu kommen. Jetzt mal Zakaria den Ball abgefangen. Lars Stindl schön durchgesteckt zu Player. Und da war sie die erste Chance nach 23 Minuten für Borussia Mönchengladbach. Aber Lukas Radetzky kann den Ball zur Ecke ablenken. Gut durchgesetzt da von Player und Radetzky, der Neuzugang aus Frankfurt, reagiert da klasse und mahnt seine Hintermannschaft gleich mal zu mehr Aufmerksamkeit. Denn auch wenn man 2-0 führt, soll man das Ganze hier nicht zu unkonzentriert angehen. Jetzt aber mal die Ecke. 25 Minuten abgespielt. Thorgan Hazard ist es, der jüngere Bruder von Chelseas Eden Hazard. Ecke kommt in die Mitte, abgefangen von Aranguiz, aber noch Patrick Herrmann am Ball. Patrick Herrmann versucht hier den Abschluss zu suchen mit seinem schwächeren linken Fuß. Der Ball geht allerdings dann doch, ja, 2-3 Meter am Kasten von Lukas Radetzky vorbei. Also nach 0-2 Rückstand schüttelt sich Gladbach so langsam wach und kommt nach vorne. Allerdings, Leverkusen hat noch hier momentan noch nichts zu befürchten. Lukas Radetzky legt sich den Ball in Ruhe zurecht. Und während er das macht, gehen wir doch mal zurück in den Signal Iduna Park zu Felix. Wo die 37. Spielminute läuft, RB Leipzig führt noch mit 2-1. Allerdings hätte es hier auch schon 1-4 stehen können. Timo Werner und Kevin Kampel hatten zweimal die Möglichkeit, das Tor zu machen. Sie haben es nicht geschafft. Und der BVB hat hier große Mühe, dagegen zu halten. Das muss man so sagen bis jetzt. RB Leipzig die bessere Mannschaft, führt auch verdient. Und Dortmund muss sich was einfallen lassen, gerade jetzt, wo noch 6 Minuten in der ersten Hälfte zu spielen sind. Vielleicht zur Pause sich mal kurz schütteln. Kurz über die Taktik nachdenken. Sie spielen ja im 4-3-2-1. RB Leipzig im 4-1-4-1. Ist die Frage, welches System da besser ist. Natürlich hat RB dann ein geballtes Mittelfeld. Dortmund hat aber eigentlich Überzahl mit 5 Mittelfeldspielern. Es gilt abzuwarten. Das ist Halzenberg.
Fest steht, dass wir hier eine Partie auf Augenhöhe haben, das kann man so klar sagen jetzt, wo die 45. Minute läuft. Und es könnte in der zweiten Hälfte nochmal richtig interessant werden, denn ich glaube, dass RB Leipzig hier auch noch lange nicht durch ist. Der BVB hat eine so hohe individuelle Klasse, da kann man noch was erwarten. Das ist Paco Alcácer, der auch eine gute Möglichkeit hatte. Der Schuss war allerdings ungefährlich in die Arme von Peter Gulaschi. Insofern, vielleicht zündet der Spanier noch in der zweiten Hälfte. Hier ist jetzt Pause im Signal Iduna Park. Wir gehen rein mit dem Halbzeitstand von 1:2. Und wir freuen uns auf die zweiten 45 Minuten und nehmen jetzt die letzten Minuten noch mit aus dem Borussia-Park. Kevin Engler, bitte. Wo es einen Freistoß gibt aus sehr gefährlicher Position. Halblinkes Position, kurz vor dem 16er Smürften, maximal 20 Meter vor dem Tor sein. Leon Bailey sieht den Ball zurecht. Gladbach weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. Ach, Entschuldigung, Leverkusen. Diese Trikotfarben machen mich kirre, was sie sich da ausgedacht haben. 20 Meter, wie ich es gesagt habe, Leon Bailey. Halblinke Position, fast schon zentral, legt aber zurecht. Flach gespielt auf Julian Brandt, das dauert dann aber alles zu lange. Schade, verschenkt die Position, aber immer noch Leverkusen im Ballbesitz. Arangis, jetzt hat Oscar Wendt abgefangen und spielt raus auf die linke Seite zu Thorgan Hazard. Hazard in die Mitte gelegt, Kramer und Ginter. Gladbach versucht es aufzubauen, wird nichts. Lars Bender spritzt dazwischen, nimmt den Ball ab, hat jetzt Platz. Das sind vier Leverkusener gegen drei Gladbacher und das ist das 3:0. Julian Brandt, 40. Spielminute, der Nationalspieler, er trifft. Einer der ganz, ganz wenigen Hoffnungsschimmer bei der WM, Julian Brandt, macht hier das 3:0 und das dürfte eine Voranstaltung sein. Der Borussia Park pfeift bis zum geht nicht mehr und ein kleines bisschen aus dem Gästeblock hören wir die Leverkusener, die natürlich feiern. Hazard jetzt auf Player, der zu Stindl wieder den Moment des Abspiels verpasst. Und zu ungenau. Stindl bleibt aber am Ballbesitz. Hazard auf Wendt. Wieder zu Stindl. Lars Stindl im Strafraum. Sven Bender, der Bruder des Kapitäns Lars Bender, ist da dazwischen. Jetzt wieder Fehlpässe über Fehlpässe. Das sieht man aber auf beiden Seiten deutlich. Bei Gladbach jedoch mehr als bei Leverkusen. Volland. Schön gespielt zu Julian Brandt. Julian Brandt. Schön in den Lauf von Leon Bailey. Leon Bailey gegen Matthias Lang. Bleibt er hängen. Leverkusen am Ballbesitz. Arangis auf Bender. Und das hat der Schiedsrichter gepfiffen. Gibt Freistoß. Schnell ausgepfiffen von Arangis. Bailey auf Volland. Wieder Leon Bailey. Wieder Kevin Volland. Abgeblockt. Aber die Gladbacher, sie können sich einfach nicht befreien. Leverkusen führt einen enormen Druck aus. Enormes Pressing. Schon an der eigenen 16er-Kante werden sie da von Bayern 04 unter Druck gesetzt, die Gladbacher. Nachspielzeit ist gleich abgelaufen. 4 Minuten Nachspielzeit. Wir sind schon ein bisschen im Verzug hier. Und trotzdem gibt es hier so viel obendrauf. Dabei gab es gar nicht so viel Unterbrechung. Jetzt Bellarabi auf Volland. Arangis. Arangis. Charles Arangis. Schussbahn. Nico Elvedi dazwischen. Und das war's dann hier mit der ersten Halbzeit. 3:0 führt Bayern für Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach. Gladbach muss sich erheblich strecken. Ansonsten dürfte das Ding hier schon zur Halbzeit gelaufen sein. Ab ins Studio und dann geht's weiter mit der zweiten Halbzeit in der FIFA-Bundesliga. Wir sind zurück zur zweiten Hälfte FIFA-Bundesliga. Erster Spieltag Konferenz. Dortmund-Leipzig 1:2. Parallel haben wir die Partie Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Und da steht es schon 0:3. Ebenfalls 3 Tore gefallen. Wir nehmen jetzt hier die ersten Minuten mal mit. Sancho, Dortmund gleich im Angriff. Delaney. Nochmal Weigel, Witzel, Paco. Nee, Pulisic ist es. Gegen Halstenberg. Ja, wir haben hier, denke ich mal, noch spannende 45 Minuten vor uns. Dortmund will hier sicherlich nicht zum Auftakt verlieren vor heimischer Kulisse. Und Gladbach eigentlich auch nicht, oder Kevin? Naja, wollen ist gut. Aber können? Ist die nächste Frage. Leverkusen in Weiß, was mich immer noch verwirrt, führt hier klar und deutlich im Niederrhein-Derby mit 3:0. Paulinho jetzt, klasse durchgespielt auf Havertz. Havertz in die Mitte auf Volland! Das ist tatsächlich das 4:0. Also, so wie Gladbach hier spielt, glaube ich auch nicht, dass sie gewinnen wollen. Raphael macht sich jetzt bereit gleich zum Wechsel. Klasse durchgespielt. Havertz auf Volland, da ist keiner bei den Angreifern. Und dann steht es hier 4:0 nach 52 Minuten. Raphael jetzt drin im Spiel.
Wer rausgegangen ist, muss ich gleich nachliefern. Stindl ist es. Da sehen wir es oben. Also, Gladbach überhaupt nicht drin. Hier, Raphael. Ja gut, er hat erstmal den Ball. Raphael. Tor in Dortmund. Raphael. Radetzky mit einer Glanztat. Da zwingt er ihn mal zu einer Glanztat. Klasse gehalten von Radetzky und ab nach Dortmund. Pulisic 2-2. Dortmund macht den Ausgleich und kommt zurück. Starker Abschluss von Delaney und dann Pulisic im Nachsetzen. Gulaschi hat den Ball fast noch, aber er kann ihn nicht aus dem Tor manövrieren. Der Ausgleich geht in Ordnung. Es war ein Fehler im Vorlauf von Rechtsverteidiger Mukiele. Da sah er nicht gut aus. Und das Ziel von RB Leipzig, vorgegeben vom Trainer Timo, ist ja die Europa League. Mit der Mannschaft ist das natürlich auf jeden Fall möglich. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass Leipzig noch weiter nach oben geht. Jetzt haben sie aber erstmal Probleme. Sancho, der BVB, dreht auf. Mit Jonas Pfuhr immer noch als Interim, der das hier richtig stark macht mit der Mannschaft. Delaney, Sancho, Reus. Achtung, Marco Reus, Tor! 3-2. Was für ein Start in diese zweite Hälfte. Der Signal Iduna Park explodiert. Super gespielt. Dortmund ist hier richtig heiß in der zweiten Hälfte. Die haben sich was vorgenommen, das spürt man. Und RB Leipzig hat vielleicht gedacht, nach den ersten 45 Minuten, wir haben hier alles im Griff, sah ja auch so aus. Man hätte hier durchaus mit ein oder zwei Toren mehr führen können. Jetzt liegen sie hinten und Dortmund will noch mehr. Witzel versucht da Reus anzuspielen, der stand im Abseits. Und Schmelzer, nächster Angriff. Die nächste Welle rollt über Sancho. Schöner Trick. Sancho immer noch, das sieht richtig gut aus. Sancho, Willi Orban klärt. RB schwimmt jetzt hier im eigenen Strafraum. Die Ecke nehmen wir noch mit. Es war kein Handspiel, der Kopf war da dran von Willi Orban. Und dann geben wir in den Borussia Park. Es gab gerade einen Wechsel, Sabitzer ist gekommen. Ecke Reus für Demme, also offensiver Wechsel. Die Ecke wird geklärt, nochmal die zweite Welle über Sancho. Und dann geben wir in den Borussia Park. Wo wir nochmal die Wiederholung von Leon Baileys Freistoß hier eben sahen. Der ging aber doch weit am Ziel vorbei. Mittlerweile hat Leverkusen auch beim Stande von 4-0 ein paar Gänge runtergeschaltet. Gladbach versucht sich jetzt so langsam aber sicher in die Partie zu beißen. Wir haben ja, bevor wir vorhin abgegeben haben, einen tollen Schuss gesehen von Raphael, den Radetzky super rauskratzte. Mehr habt ihr dann aber auch nicht verpasst hier, liebe Leute. Mehr ist hier nicht passiert. Leverkusen, wie gesagt, ein paar Gänge zurückgeschaltet. Jetzt versuchen wir es mal wieder mit tollen One-Touch-Fußball durchs Mittelfeld zu kommen und schnell zu spielen, den Ball laufen zu lassen. Ah, da kriegt Bailey den Ball in die Hacken. Aber Wendel hat immer noch den Ball, weil Gladbach einfach nicht in der Lage ist, den Ball hier mal über ein paar Stationen zu halten. Das ist Paulinho. Paulinho, das ist Volland. Kevin Volland, Torschütze zum 4-0. Durchgesteckt zu Paulinho. Paulinho gestört von Oskar Wendler, immerhin mal. Und Wendt klärt das Ding mal. Hazard, Zakaria, gut weitergeleitet. Player, Hazard. Jetzt vielleicht mal sowas wie ein schöner Angriff von Gladbach. Von dem ich ehrlich gesagt sehr, sehr enttäuscht bin. Da hat Trainer Montellini noch einiges zu klären, einzustudieren, zu trainieren, was das angeht, um da den Saisonstart nicht völlig zu verpatzen. Es ist erst der erste Spieltag, das muss man bedenken natürlich. Trotzdem ist das hier im Niederrhein-Derby doch eine eher katastrophale Vorstellung, die Mandelinis Mannschaft hier heute anbietet. Die Alka, der ehemalige Dortmund-Coach, jetzt im Diensten von Bayer Leverkusen, macht das hier allerdings sehr, sehr schick, sehr, sehr sauber und sehr, sehr effektiv. Das kann man dazu sagen. Und das kann ich euch ja alles erzählen, weil, wie ihr seht, das hier passiert nur Mittelfeldgeplänkel. Pässe hin und her, Ballverluste, Fehlpässe. Das ist über weite Strecken kein schönes Spiel, eher ein effektives. Und das ist auf Seiten der Leverkusener nämlich so. Denn viel mehr Chancen gab es hier nicht zu sehen, außer die Tore. Jetzt Bender auf Paulinho. Paulinho setzt sich dann irgendwie gegen Wendt durch. Er hat tatsächlich noch den Ball. Und Elvini. Und wieder Paulinho abgefangen. Paulinho, Havertz, Volland, Ginter dazwischen. Jetzt vielleicht mal Gladbach. Kommen wir. Ja, da kommt Raphael. Marschiert, treibt den Ball durchs Mittelfeld. Lars Bender, überragender Mann bei Bayer Leverkusen. Gewinnt fast alle Zweikämpfe. Und dann wird dort ein Leverkusen umgerätscht von Matthias Ginter. 80 Minuten sind gespielt. Der Ofen ist hier in dieser Partie aus. Gelb gibt es noch für Ginter. Von daher gehen wir dahin, wo spannend ist, nämlich in den Signal Iduna Park zu Felix Heibach.
Ja, und was haben wir hier für eine Achterbahnfahrt der Gefühle? Gerade eben Christian Pulisic mit dem Kopfball Zentimeter am Pfosten vorbei, da hätte es 4:2 stehen müssen. Und dann gerade eben vor wenigen Minuten Timo Werner mit dem Schuss aus 20 Metern an die Latte, da hätte es dann 3:3 stehen müssen. Also, um es kurz zu machen, es könnte ja auch 5:5 oder 6:6 stehen, aber es steht 3:2 für den BVB. Nächste Gelegenheit für RB, das war glaube ich Bruma oder Augustin. Also, es sieht so aus, als würde Dortmund diese Partie für sich entscheiden. Am Ende müsste man sagen, mit sehr viel Glück und Gottvertrauen, da RB Leipzig hier zur Pause 4:1 hätte führen müssen. Dortmund hat das Spiel gedreht und RB hat hier in der zweiten Hälfte immer noch seine Kontergelegenheiten. Dortmund hat jetzt in der zweiten Hälfte klar mehr Ballbesitz, macht das Spiel. RB steht für meine Begriffe viel zu hoch, viel zu offensiv. Dadurch hat der BVB viele Räume. Das ist Bruma jetzt im Strafraum über die linke Seite. Toljan, kein Handspiel angezeigt. Es sind nur noch 4 Minuten. In Gladbach scheint die Partie entschieden, deswegen bleiben wir jetzt hier in Dortmund. Sancho, 3 Minuten noch. Ballverlust. Mukiele, der den Fehler gemacht hat vor dem 3:2 für den BVB. Halstenberg, RB versucht jetzt hier nochmal was. Das hatten wir ganz, ganz selten, so lange Ballbesitzphasen der Leipziger in der zweiten Hälfte. Timo Werner ist durch, 3:3, 90. Spielminute. Kann man mal so machen. Der Nationalstürmer trifft und erwischt den BVB ganz, ganz kalt. Was für ein Pass in die Tiefe. Oh, da sieht Diallo nicht gut aus. Da ist er zu langsam. Timo Werner hat natürlich diesen Antritt und macht das Tor. Es steht 3:3. Ein Unentschieden geht völlig in Ordnung zwischen diesen beiden Teams. Und ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber RB Leipzig, Borussia Dortmund, das sind zwei Mannschaften, die auf jeden Fall in die Top 5 der FIFA-Bundesliga gehören in dieser Saison. Gerade auch was die taktische Variabilität angeht, aber auch was die Einzelkönner angeht. Das hat man hier heute alles in diesen 90 Minuten gesehen. Moda Hut kommt nochmal für Julian Weigel aufs Feld. Bruno für Augustin. 3 Minuten Nachspielzeit. Die erste ist schon abgelaufen. Yusuf Paulsenkopf für Emil Forsberg. Wir haben hier ein richtig tolles Fußballspiel gesehen in Dortmund. Da muss man sich bei beiden Teams bedanken, bei beiden Trainern. Das war toll. Und wir hoffen, dass das in den kommenden Wochen so weitergeht. Es laufen jetzt die letzten Sekunden. Es scheint entschieden. Und das war's. Abpfiff in Dortmund. BVB und RB Leipzig trennen sich 3:3 unentschieden. Ein Wahnsinnsfußballspiel zum Auftakt der FIFA-Bundesliga hier am ersten Spieltag in der Live-Konferenz. Und wir holen uns jetzt nochmal das Fazit aus dem Borussia-Park von Kevin Engler. Wo Leon Bailey die riesen Möglichkeit zum 5:0 gerade hatte. Wir schreiben die 95. Spielminute. Es wird wohl gleich abgepfiffen werden. Jan Sommer legt sich ein letztes Mal in diese Partie den Ball zurecht. 4 Kirschen musste er schlucken. Die waren alle toll rausgespielt. Die Tore waren alle sehr effektiv gemacht von Leverkusen. Trotz alledem kann man sagen, es war kein sonderlich schönes Fußballspiel. Das muss man einfach so leider sagen. Viele schöne Ballstaffetten gab es ab und zu mal zu sehen, die am Ende allerdings nichts gebracht hatten, was letztendlich viel brotlos war. Gladbach absolut ungefährlich. Keine wirklich nennenswerten Chancen mehr auf dem Tableau gehabt. Leverkusen gewinnt hier völlig verdient mit 4:0 und alles weitere konnte ich Ihnen schon während der Partie sagen, denn hier war eigentlich nicht viel los, bis auf eben die klasse rausgespielten 4 Tore. Das war's von mir aus dem Borussia Park. Das war der erste Spieltag der FIFA-Bundesliga. Wir hoffen, Ihnen hat's gefallen und freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Wir gehen zurück ins Studio. So, das war sie also nun, die erste Konferenz der FIFA-Bundesliga der Saison 2018-2019 und wir werfen nochmal einen Blick auf die gesamten Endstände des ersten Spieltages. Also Bayern München gegen Hoffenheim 2:2, Hertha BSC Berlin gegen Nürnberg 2:1, Bremen trennt sich daheim im Nordderby gegen Hannover 96 mit 1:1, Freiburg unterliegt daheim Eintracht Frankfurt mit 1:6, Wolfsburg verliert ebenfalls daheim gegen Schalke, aber nicht mit 1:6, sondern mit 0:5. Düsseldorf gewinnt daheim gegen Augsburg mit 3:1, also guter Auftakt für den Aufsteiger aus Düsseldorf. Mainz gegen Stuttgart am Ende 1:4, Gladbach-Leverkusen gerade ja gesehen am Ende 0:4 und Dortmund trennt sich daheim gegen Leipzig in einem kleinen Torfestival mit 3:3. Das war's also mit dem ersten Spieltag der FIFA-Bundesliga der Saison 2018-19. Wir würden uns natürlich auch freuen,
wenn sie am nächsten Spieltag, zum zweiten Spieltag, wieder dabei sind. Und am Ende lassen wir das Ganze natürlich hier nochmal schön ausklingen mit der Tabelle und wie gesagt mit der Spieltagsvorschau des zweiten Spieltages. Und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn Sie natürlich nächste Woche auch wieder zahlreich dabei sind. Und wie gesagt, schauen Sie gerne mal auf unseren Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, Twitter vorbei. Wir freuen uns auf Sie. Machen Sie es gut, bleiben Sie sportlich und eine angenehme Woche wünschen wir. Machen Sie es gut. Tschüss.